Ja, wir befinden uns hier auf der Reeperbahn in Hamburg, St. Pauli. Und hier kam es heute Nacht zu einem Feuer in einem Wohngebäude im dritten Obergeschoss. Ja, die Einsatzkräfte wurden hier dann alarmiert. Es schlugen auf der Rückseite des Gebäudes, auf der Seite der Seilerstraße, bereits Flammen aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte mussten dann sich Zugang zu einem Hinterhof verschaffen. Die Menschenrettung konnte nicht mit der Drehleiter da direkt eingeleitet werden. Die Einsatzkräfte haben dann tragbare Leitern zum Einsatz gebracht und haben vom Vordach des Anbaus aus die Menschen gerettet und die Brandbekämpfung eingeleitet. Gleichzeitig kamen auch Einsatzkräfte auf der Reeperbahn zum Einsatz. Von der Gebäudevorderseite wurde über das Treppenhaus die Brandbekämpfung und Menschenrettung eingeleitet. Und hier auf der Vorderseite war genug Platz, da konnte dann auch die Drehleiter zum Einsatz gebracht werden, um eben Menschen zu retten. Insgesamt wurden an der Einsatzstelle 7 Personen ins Krankenhaus befördert. Davon wurden eine Person schwer verletzt, 4 Personen mittel und 2 Personen waren leicht verletzt. 40 betroffene Personen, davon 3 Kinder, mussten jetzt untergebracht werden. Das übernimmt das Bezirksamt und die Polizei. Beim Eintreffen war es auf der Rückseite des Gebäudes, auf der Seilerstraße, so, dass da schon Menschen am Fenster standen und bereits in den Wohnungen hinter ihnen Rauch und Flammen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte ist eine Person aus dem Brandgeschoss aufs Vordach gesprungen. Diese Person ist glücklicherweise nur mittelschwer verletzt worden. Die weiteren Personen wurden dann über die Steckleiterteile durch die Einsatzkräfte gerettet. Insgesamt wurden von der Rückseite 3 Personen aus dem Gebäude gerettet. Auf der Vorderseite konnten durchs Treppenhaus 4 Menschen gerettet werden und 9 Personen wurden mit der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Die übrigen Personen haben sich weitestgehend selbstständig bzw. vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Auf der Reeperbahnseite waren es 9 Personen, die Kollegen mit der Drehleiter retten konnten, da es sich hier anbot, die Person nicht auch über das brennende Treppenhaus in den Flur zu retten. Wir hatten hier am Ende die Einsatzstufe Feuer 4 Mann 10. Wir waren mit etwa 140 Einsatzkräften hier vor Ort, darunter diverse Rettungsdienstkomponenten, mehrere Löschzüge, Führungseinheiten und auch Versorgung und Unterstützungseinheiten. An dieser Einsatzstelle war eine besondere Herausforderung natürlich, dass wir uns hier am Samstagabend auf der Reeperbahn befinden und dementsprechend natürlich viel los war. Beim Eintreffen der Feuerwehr war natürlich dann die Aufmerksamkeit auf der Reeperbahn auf das Feuer gelenkt. Zu Anfang war diese scheinbar nicht bemerkt worden und es bildet sich natürlich dann sehr schnell eine große Menschentraube. Hier muss man wirklich sagen, da hat die Polizei gute Arbeit geleistet. Die haben für uns eine Absperrung aufgebaut, diese auch mehrmals erweitert, sodass wir hier gut arbeiten konnten und nicht gestört wurden.